Das Konzerthaus Dortmund hatte schwer. Errichtet zwischen Betonbauten und Dönerbuden. Im Ruhrgebiet, wo sich kaum jemand für klassische Musik interessiert. Wir schafften es trotzdem, den Menschen unsere klassische Musik schmackhaft zu machen. Mit einem Grundnahrungsmittel. Mit Milch. Es ist nämlich wissenschaftlich erwiesen, dass klassische Musik die Milchproduktion von Kühen positiv beeinflusst. Also gaben wir Kühen die Musik der Künstler unserer neuen Saison zu hören. Zuerst gewöhnten wir die Tiere mit einem Live-Konzert an die neue Situation. Anschließend wurden sie mit ausgewählten Künstlern vom Band beschallt. Die Kühe gaben nun nicht mehr einfach nur Milch, sondern Musik zum Schmecken. Schluck für Schluck, Künstler für Künstler. Die Milch brachten wir in Kooperation mit ausgewählten Feinkosthändlern als Konzertmilch Dortmund in den Handel. Jede Flasche bot weitere Infos zum jeweiligen Musiker und zur Saison im Konzerthaus. Und die Konzertmilch schmeckte. Nicht nur den Menschen in Dortmund. Blogger besuchten die Kühe auf dem Bauernhof und testeten den Geschmack der Milch. Alle lokalen und nationalen Medien berichteten über die Idee. Mit unserer Milch begeisterten wir ein Publikum, das sonst kaum mit klassischer Musik in Berührung kommt. Sie bescherte dem Konzerthaus Dortmund außerdem die wirtschaftlich erfolgreichste Saison aller Zeiten. Die Abonnentenzahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um über 19%. Die Auslastung kletterte erstmalig auf 72% und das bereits weit vor Ende der Saison. Ein schöner Nebeneffekt? Die Produktionskosten der Milch sind mittlerweile gedeckt. Die Konzertmilch macht Gewinn. So lecker war klassische Musik noch nie. Konzertmilch Dortmund.